I don't know, Chat. I don't know, was los ist. Ich habe jetzt OBS downgegradet. Ich fand okay, der Laptop hat uns mal eine Pipi-Pause gegeben. Ich habe im Schrank habe ich Kägi gefunden. Sein Kokonat-Riegel. Schmeckt ganz okay. Keine Ahnung, ob OBS das irgendwie instabil gemacht hat oder nicht. Oder woran es liegt. Ich weiß es nicht. Soll ich Plagi anmachen? Ja. Der Geile ist, unser Bild ist weggegangen. Ich bin stehen geblieben. Und ich habe nur noch gehört, wie irgendwas auf uns zugelaufen ist. Habe aber nichts mehr gesehen. Dankeschön. Danke. Hm. Du hast dann auch. Das finde ich maximal belastend. Das habe ich auch. Oh. An diesen weißen Controllern. Oh, das ist neu. Okay. What the fuck? Also auf dem Bildschirm haben wir ein normales Bild. Interessant hier heute so. Geht jetzt? Du hast ein Kabel rausgezogen, deins. Also Chat, aktuell sehen wir euch noch nicht. Ich muss jetzt auch hinkriegen, dass ich das hier so hinstelle, dass das groß genug ist, dass ich es hier irgendwo hinstellen kann. Das muss ja nur möglich sein. Wer war das auf uns zu? Ach so, lol, der Karre. Wo kommen die denn her? What the fuck? Wie sind die denn? Also, die sind so langsam unterwegs. Wo kommen die denn her? What? Wie laufen die denn hier im Kreis? Hä? Oder ist das ein anderer Karren? Die haben auch keinen Begleitschutz. Wo gehen wir doch nochmal gucken? Hallo? Doch, die Truhe ist offen. Das ist der Karren. Kann man ja eigentlich noch irgendwie anders dran? Nee. Na gut. Also, ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier irgendwo ein Feuer ist, bevor wir zum Boss gehen. Da ist zwar eine Statue, aber das heißt ja nichts. Hier sind diverse Dullis. Oh, warte mal. Du bist gar kein Dulli. Zurückbekommen. Als ob. Alles einsammeln. Da ist noch ein Ei. Der Schmetterling. 4 Stück. Ich habe übrigens gesehen, wir können bei dem einen Händler Krüge kaufen. In der Kapelle. 3 Stück. Die kosten, glaube ich, 200 oder 300. Wer auch auffällt, ist, eigentlich folgen wir dem Weg. Aber hier ist kein Weg. Also die scheinen diese Ruinenfragmente zu sammeln, wenn ich das richtig deute. Ah. Wie lassen die auch fallen? Da oben ist... Was ist das denn? Eine Villa?
Nein, nicht den Hasen. Aber. Oder die lassen einfach irgendwann mal. Oh, schon wieder. Ja, damit kann man sich wieder total voll machen. Übrigens aus irgendeinem Grund 2800 Drohnen. Oh, das war doof. Aua. Was sind denn hier für Gräber? Hier liegen Items drauf. Goldene Rune. Okay. Meine. Goldene Rune 3. Nice. Okay. Goldene Rune 2. Goldene Rune 1. So, Chat. Jetzt habe ich euch wieder. Und Tippy Stream aktualisiert sich auch. Gott, lass das doch. Alles wieder gut. Das machen wir jetzt einfach über Tablet. Sicher ist sicher. Und Dankeschön, Ref NCO. Und Brave One hat auch noch ganz viele Stars verschenkt. Vielen lieben Dank. Okay, großer Hund ist mit dabei. Hä? Ah, verzweifelt sind wir noch nicht. Alles gut. Christian tötet da jetzt die Wölfe. Jetzt gucke ich auch wieder hin, was er da macht. Oh, du hast nicht mehr viel Leben. Alter. So. Ja, kannst du mir kurz auf der Map zeigen, wo du bist? Am Rande des... Ah ja, da oben war die Ruine. Okay, genau. Ja, alles klar. Ja, da will ich auch eigentlich wieder hin. Ich wollte nur die Umgebung abchecken, ob hier irgendwo... Ach, da war ja auch noch der Boss, ne? Genau. Ja. Und mittlerweile haben wir halt statt 0 wieder 3... Oh, da ist das Ding. Ja, ja, hab ich gesehen. Also. Statt 0 haben wir auch wieder 3... Ich meine 4. Nein. Ach, der hat einfach nur voll gemacht. Er hat voll gemacht. Scheiße. Da ist ein Pilz. Ein Pilz brauchen wir. Wir haben direkt angeguckt. Brauchen wir die? Ja, Pilze sind gut. Naja, also wirklich. Ja, ist okay. Ich meine, ne, hinlaufen, einsammeln ist ja keine Schwierigkeit. Aber hier ist nichts. Trotzdem seltsam, dass hier einfach offen solche Gräber rumstehen. Aber wir haben auch eben einfach einen König gesehen, der noch auf seinem Thron gesessen hat. Ja, aber der hat uns wenigstens Items gegeben. Aber das war ja, ne, wir hatten schon mal den Hinweis, dass irgendwie irgendwelche Tempel vom Himmel gefallen sind. Und scheinbar sind die auch vom Himmel gefallen. Na gut, dann gehen wir einfach mit 3 zurück in die Ruine. Problem ist, wir haben unsere Beschwörung schon benutzt. Nee, das ist doch jetzt gerade eher die Problematik, dass wir nicht genug FP haben, oder? Wenn das so durchgestrichen ist. Bei mir war das vorhin, wenn wir die schon benutzt haben, einfach nur ausgegraut. Aber jetzt ist der durchgestrichen, dann würde ich sagen, wir haben zu wenig. Ich bin noch gerade überlegen, wir haben so viele Runen eingesammelt und wir haben auch noch 2800, ob wir uns nicht auf irgendwo hinporten, was quasi hier in der Nähe ist. Wieso? Da muss doch irgendwo auch so ein Feuer sein, ne? Das gibt's doch nicht. Also hier sind so viele und hier haben wir noch keins gefunden. Ja. Ah. Vielleicht weiter südlich? Weil sonst hätte ich mir einfach gesagt, kurz dahin porten, bisschen leveln. Ich meine, mit dem Ding bist du auch so natürlich schnell wieder da, so ist es nicht. Tunnel? Ne, Tunnel wollen wir nicht. Es geht ja schnell, Chat. So. Wie viel brauchen wir denn? Also, wir brauchen jetzt Faith. Ja, glaube. 6 Stück. Ein Level können wir uns gönnen. 5 brauchen wir. 15, glaube. Nicht 16? Nee, 15 und 2 Arcana-Energie. 7 Level insgesamt. Sieht schon ganz schön an, muss man sagen. 999 haben wir jetzt noch. Wir haben aber auch noch gerade so ein paar Runendinger eingesammelt. Unter anderem ein Dreier. War das der, der 1000 gibt oder der Zweier? Der Fünfer hat 1600 gegeben. Der Fünfer? Ja. Okay, die geben 200.
Geben die dann 400, 600? Vielleicht, ja, das kann sein. Gucken wir mal. 800. 200, 400, also verdoppelt sich das immer. Ja klar. Moment, hat der Vierer dann 1600 gegeben? Nee, der Fünfer. Ich meine der Fünfer. Gibt es vielleicht noch 1200 oder so. Ich bin schon wieder ein Objekt hier. Also, dann hätten wir nämlich noch... Wie viel brauchen wir für einen Levelaufstieg? 1200 plus 400 sind 1600 haben wir theoretisch noch. Oh, ja, 1000 brauchen wir. Dann würde ich doch einfach mal sagen, 5 benutzen. Mahlzeit, Kosmos Mobs. Oh, warte, ja. Dankeschön auch, The Red Shepherd. Temper One. Ja, 3 noch. Wir kommen der Sache näher. Oh, stimmt. Haben wir mal geguckt, inwiefern wir Kleidung anpassen können? Weil das sollte an dem Gabenort das auch gehen. Das wollte ich letztes Mal eigentlich machen, nachdem wir hier waren, aber das ist eine gute. Nee, nee, das ist nicht bei der Schmiede, das müsste bei dem Gabenort sein. Also bei dem Feuer. Ach so. Kleidung anpassen. Oh, du kannst auch mit Melina sprechen. Oh, wir können keine Kleidung anpassen, okay? Wir haben keine Kleidung. Oh, lol! This tiny golden aura is the grace of the Erdtree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren. But now, it is all that guides you. Also, I hear. You can see them, can't you? Ja. The rays of grace that guide you through your burden. Okay, also mach nochmal. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Ah, so fit bin ich nicht. Upon the cliff, a demigod. Okay. And the elder as an ally, pray that to face the. Da. Geschicklichkeit C und D. Also das scheint wirklich wertig scheint Quality zu sein. Gib ja, das ist, auf C. Ja, ist kein guter Deal für uns. Nee, nee, nee. Und das scheint stärker zu sein. Ja. Wirklich schwer. Wir haben noch nichts für Geschick gefunden. Warum sind sie jetzt schon offline? Hey, hey, hey. Ja, keine Jokes machen. Wir sind nicht offline. Wir sind am Stissel. Nee, bitte nicht. Also. Okay. Das ist schon Ärger genug. Always a pleasure. Ja, 300. Möchten Sie investieren? Goodbye. Okay, das sind also 400 plus 400, 600. Das würde hinkommen. Dann let's go. Ja, komm. Auf 100 scheißen wir mal an. Können wir nämlich 3 Gefäße insgesamt haben. Ja. Die immer wieder auffüllen. Das ist krass, dadurch, dass das Spiel halt nicht so simpel ist, zwingt einen das so ein bisschen dazu, sich auch mit so einer Kacke auseinanderzusetzen. Wieso können wir maximal 2 machen? Weil wir schon einen Topf haben. Hatten wir noch einen, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir den ausgewählt haben. Nee, dann haben wir gar nicht die 3. Ja, jetzt haben wir nämlich 3. Ja, nice. Dann können wir doch schnell zurückreiten und den Spaß nochmal machen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man die Pflanzen nicht ignorieren kann. Ja, ich würde einfach durchrennen bis zum Boss.
Aber hier waren Reiter gleich bei. An der Brücke. Ah, jetzt ist da auch ist dunkel. Da ist der Wächter jetzt auch, genau. Nämlich jetzt ist dunkel nämlich. Hallo. Weiß nicht, ob der was geil. Dunkel, Kavallerist. Okay. Ja, aber der Tausch ist in Ordnung. Also ja. Dafür der. Oh. Ja, ein geiler Move. Der kann strafen mit seinem Gaul. Oh, wir können den nicht besparen. Nice, nice Ausweich. Sieht immer ein bisschen lustig aus. Der Bait! Der fällt jetzt. Ach, schade. Ich hätte gedacht, der fällt in den Abgrund. Hast du nur dem Gaul-Damage eigentlich? Na, beides, ne? So ein bisschen. Ja, stimmt, beides. Ja, hast recht. Aber ich kriege hier echt einen Drehwurm bei. Turn around. Ah, der. Oh, das Pferd steht ja, vor ihm. Eben Ausdauer. Das humpelt schon. Das humpelt. Oh ja, mein. Ist ja gut. Oder doch nicht? Okay, jetzt. Ach, kann man da nicht so finishen? Nee, den wahrscheinlich nicht, wa? Ja, du hast doch kein Pferd. LOL, der holt sich einfach ein neues. So wie du. Ey, hallo, ich hab hier gesagt, Pferdchen, renn mal schneller. Oh, oh. Das war ein nicer Move. Da kommt der Wagen, by the way. Ja, hab ich gesehen, aber... Wie er einfach weg ist von dir die ganze Zeit. Das rastet gleich aus. Oh, oh. Oh, du darfst nicht zu ungeduldig werden. Nein, nein. Uff. Alles gut. Nee, da will ich gerade nicht hin. Also die Riesen werden uns ignorieren, aber die anderen nicht. Also das ist zwar ein schöner Move, den du da hast. Aber diese Sprungattacke... Zumindest die Luft um den Reiter herum ist schon mal tot. Vielleicht ist dein Pferd schon wieder down. Das wäre nicht so schlimm. Ey, das mag ich hier gerade gar nicht. Okay. Was? Okay. Da hat er mich reingelegt. Da hat er mich nur mal reingelegt. Da hat er mich gekillt. Alter, ist das knapp gewesen. Das gibt es nicht. Das war nicht smart. Das war belastend. Das war richtig close. Ja, jetzt ist auch wieder Tag. Sehr gut. Ja, aber nicht mehr lange. Den Bogen überspannt. Ach, sehr schön. Könnte man so sagen. Ja, also man könnte natürlich jetzt auch versuchen, wenn man genug Pfeile mit dabei hat. Haben wir aber nicht. Aber den kann man ja auch so machen. Hast du dir fast geschafft. Am Ende also es ist gar nicht mal so schlimm, wenn man dem Pferd Damage macht, weil sobald er mit dem Arsch auf dem Boden landet, kannst du dem halt... Also ich würde absteigen, weil sonst musst du mit dem Pferd wahrscheinlich auch wieder um ihn rumkreisen. Deswegen würde ich absteigen, draufhauen, Pferd wieder rufen, wegrennen. Oh Gott. Das hat er eben nicht so häufig gemacht. Das schon.
Okay. Das war jetzt ärgerlich. Okay. Das war jetzt sehr belastend. Vielleicht weg von der Brücke. Ja, ich glaube auf jeden Fall weg von der Brücke. Aber sehr kurz. Und tschüss. Das war jetzt aber ärgerlich. Nein, ich scheiße, das ist nicht Nacht. Ich hatte kurz noch die Hoffnung. Hä, was machst du denn jetzt? Es ist nicht Nacht. Ah. Ich hatte kurz noch die Hoffnung. Hä, warte, wie das. Warte mal, aber bis wohin hast du denn gewartet? Bis Nachtanfang, Zeit vertreiben, bis zum Nachtanbruch. Und du bist gestorben und es ist. Und dann ist wieder Tag. Ja, so wie du, als du gestorben bist, war ja auch direkt wieder Tag. Mussten wir ja auch warten. Wechselt die Zeit dann zurück oder geht die so schnell vor? Boah, keine Ahnung. Wo sieht man Health vom Pferd? Ja, das würde mich auch interessieren, also von unserem Pferd. Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Weil theoretisch haben wir in der Leiste auch noch die Rosinen. Die kann man dem Pferdchen dann geben, damit es wieder ein bisschen mehr Leben hat. Sonst reite doch vielleicht hier rum. Wenn das so. Ja. Das wollte ich nicht. Ah, klar. Okay. Dreieck und rechts. Der Sprungangriff ist gar nicht so schlecht, weil der springt viel zu weit. Der trifft einen gar nicht. Aua. So eine helle Bade oder eine Lanze oder so ist natürlich zum Pferdekampf schon ganz geil. Würde ich auch nehmen. Alter, macht der uns Damage. Ich versuche den immer von der linken Seite zu erwischen, weil der seine Scheißwaffe immer auf der anderen Seite. Ich drücke halt immer den Stick rein, wenn ich aufgeregt bin. Das ist schlecht. Fuck. Lass das. Ich reite ihm aber auch immer genau rein, ey. Der Move ist richtig bitter. Pferd kann ich straight. Also kann ich schon, aber. Das stimmt, ich bin immer von links ran, ne? Aber da schlägt er bei Peter sehr häufig hin. Ich weiß nicht, was da gerade bei dem Dude geht. Fuck you. Von so einem Wettreiten. Ich meine, wenn der weit weg ist, kann. Kannst du auch versuchen mit dem Pfeil, ne? Aber ich glaube, wir haben nicht mehr viele. Nee, haben wir nicht. Mr. Olli, andere Waffe haben wir nicht. Nein, 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 nein. Wow. Oh nein, jetzt macht er gleich wieder den Umdreh-Move. Alter. Ja, Blitzkrippe, mir geht's da ähnlich. Der Kampf ist schrecklich. Aber learning by doing. Ich resette mich nochmal. Und ihn. Ja, ja. Der rennt hier immer noch hinterher. Na, jetzt nicht mehr.
Okay. Weil mich hätte interessiert, ob du den irgendwie in ein Gebiet mitkiten kannst, wo du beschwören kannst. Ah. Aber das Gebiet wäre bei dem Goldenen Ritter. Na gut, da wollen wir nicht unbedingt hin. Gefährlich. Ja, wir gehen direkt runter. Sehr schön. Sehr schön. Wo ist er? Da. Eratosch. Das hat schon mehr Aua gemacht. Na. Das war alles nur ein Trick. Oh nein. Jetzt zwischen die Bäume ist nicht geil. Also. Irgendwie ist er doch besser von seiner Waffenseite aus anzugreifen. Ich weiß nicht wieso. Ja, und dieses länger aufeinander zureiten, da gehst du auch meistens positiver von raus. Obwohl er eigentlich die lange Waffe hat, die dich wegmachen sollte. Die hat er. Weil diesen Sprungangriff, der hat, glaube ich, noch nie richtig getroffen. Okay. Dieser Angriff ist halt beschissen. Wir haben ihn im Loop. Absteigen. Absteigen. Will ich. Und weg. Der haut direkt drauf. Ja, okay. Ja, der holt sich auch klein. Oh! Aber der holt sich sein Pferd so, dass das uns Damage macht. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Okay. Jetzt willst du mal probieren? Nee. Alles gut. Okay. Er ist hier nicht die ganze Zeit. Jetzt warst du gerade ein bisschen mehr drin als eben. Ja, das stimmt natürlich, aber du hast mir schon einmal gegeben. Was bewacht ihr überhaupt nachts da? Die Brücke. Chat, die Brücke. Wie viele Pfeile haben wir überhaupt? 11. Naja. Eigentlich wollten wir den Boss in den Ruinen machen, jetzt haben wir den getroffen. Bis zum Nacht. Dass man das halt immer wieder machen muss. Verwirrt mich. Also ja, auf jeden Fall von der Waffenseite aus angreifen. Hey Boys. Dankeschön, Cram und Prototype Wodka und Maxi Milch. Boah, schade, ich habe gerade gedacht, du springst vor der Brücke. Und Lost Vegettos und Kypris der Hazar. Dankeschön an alle, die gesubbt haben. Ah, du rennst den da aber auch einfach hinterher, ne? Ich habe extra versucht, nicht zu tun, wenn er so komisch ausweicht. Aber das geht ja schon. Ah, falsche Seite. Was? Oh, da gestaggert, hä? Ja, wir arbeiten dran, Monte, bester Pudding.
Okay. Das ist belastend. Also frech. Dankeschön, Gamerline, für die 5 Stufe 1 Subs. Aber unser Internet ist nicht weg, das sind nur die Elden Ring Server scheinbar gerade. Ja, der kommt auch gerade nicht mehr rein. Ja, der Boss hatte Angst, ja. Ah, scheiß drauf, spielen wir den Offline-Modus. Danke, danke schön. Danke. Ja, das finde ich frech. Jetzt, du bist wahrscheinlich voll, ich nicht. Das stimmt, das ist wirklich frech. Wobei noch frecher wäre, wenn wir jetzt wieder im Kampf wären. Warte mal, von welcher Seite sind wir denn noch so? Die falsche Seite der Brücke. Ah, ja. Du bist voll, fuck you. Komm, spring doch mal hier runter. Komm her, hier bin ich. Oh, ich spring hier runter. He's still alive. Kein Thema. Komm mal hinterher. Komm mal. Okay, will er nicht. Belastend. Ich hab da Items gesehen. Okay, hier sind so ein paar Skelette. Feuerfett. Das macht unsere Waffen feurig. Weil, da kriegt der gerade Damage. Ah, weil ihr runtergefallen seid. Von wo? Oh, oh. Ja, dass man... Lol. Ja, die kommen alle wieder jetzt. Dass man rausgeworfen wird. Und man kriegt jedes Mal Ruhen. Ja, gut, 50, ne? Okay, vielleicht kommen die auch nicht immer wieder, sondern nur ein einziges Mal. Ja, wie die Skelette halt früher. In Dark Souls 3 zum Beispiel. Ich dachte, die kämen immer wieder. Ja, die musst du so lange besiegen, bis du halt Seelen dafür kriegst. Oder Ruhen. Ja gut, also wollen wir mal kurz auf voll machen und dann... Oh, mir fällt gerade was anderes ein. Ich weiß nicht, ob ich auf solche Tipps wie die von Lukas007 hören würde. Was denn? Irgendwie bei Microsoft, beim Gerätemanager den Microsoft Device Association Root Emulator zu deaktivieren, klingt nicht unbedingt wie eine auf Anhieb gute Idee. Ja... Ich würde erst googeln, was das macht. Und dass du in den Hauptmenü zurückgeworfen wirst, wenn du die Verbindung zum Server verlierst, ist schon seit Dark Souls absoluter Standard. Also, das ist normal. Ich glaube, das ist irgendein Schutz, damit du nicht irgendeinen Schmuh betreibst. Ja, glaube ich nämlich auch. Vielleicht auch wegen PvP. Ich weiß es nicht. Ja! Ach komm, ey! Ich hab gedacht, der würde einen Abgang über die Klippe machen. Ja, komm mal hinterher. Oh wow. Okay. Den Anzug. Aber hat nur dein Pferd getroffen, nicht dich. Das ist trotzdem dumm. Okay, das dauert viel zu lange. Ja, machen wir nicht. Was denn? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Tierchen wahrscheinlich einfach nur. Okay, du darfst nicht vor mir sein, du musst neben mir sein. Also Bettler ist eine schwierige Anfangsklasse. Das ist auch schon... Okay, der eine Angriff... Ich weiß nicht, welchen der gerade gemacht hat, aber der hat super viel Damage gemacht.
Wo ist denn der Pfahl? Der müsste da direkt um die Ecke sein. Aber es ist halt nicht Nacht. Ja, stimmt. Null! Achso, nee, das ist der normale Reiter. Hä? Aber wieso konnten wir denn jetzt den Pfahl wählen? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht müssen die auch immer aufladen? Ich habe keine Ahnung. Gestern waren 700.000 aktive Spieler auf Steam. Ja. Also ich glaube, die Server werden da gerade hart beansprucht. Aber Mixed Reviews, ne? Geht jetzt auch Richtung, was denn? Mixed User Reviews. Ja, logisch. Wenn Performance-Probleme, schreien ja alle direkt wieder, oh, ich gebe eine Null. Ja, weiß ich nicht, aber das ist halt schon echt... Ja, also die Performance-Probleme sind auf jeden Fall da. Schon legit, also ich finde, wenn du so einen guten Rechner hast und das Spiel funktioniert nicht ordentlich, ja, dann kann man halt schon... Das ist halt scheiße. Das sollte From halt nicht machen. Das ist so bitter, dass sowas... Das stimmt, aber ne, normalerweise, das hast du ja sehr häufig auf Metacritic, wenn den Leuten irgendwas nicht gefällt, dann ja, das stimmt, fangen die nicht an zu sagen, okay, irgendwie ich werte halt dementsprechend ab, sondern null. Nein. Ich will auf deine Schwertseite, will ich. Also nah dranbleiben ist nicht so... Das ist geil, wenn du den jetzt triffst, hört er damit auf. Ah. Also hatte ich zumindest gerade das Gefühl. Also die Mauer scheint ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Ah, nice. Ich reite einfach auch über den drüber, ne? Stampede! Stampede. Keine Ausdauer? Ja, jo, warten wir kurz ein Ründchen. Und let's go. Ich bin auch auf der falschen Seite. Schon wieder auf der falschen Seite. Nein, da kriegst du direkt einen rein. Ich muss an der Straße jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Riesen interessieren sich nicht für dich. Okay. Nein. Fangen wir jetzt hier mal gar nicht an. Okay. Der Schlag. Oh! Oh, da, guck, ich habe mich wieder aufgeregt. Ist direkt gesehen. Okay. Lass mal ein Stück hier rüber gehen. Alter! Also dieser seitliche, dieser Köpfer sozusagen, der macht richtig Aua. Kann jetzt mal aufhören mit dem, meiner Meinung nach. Das. Alter, du! Okay. Dein Pferd ist tot, oder? Ich glaube schon. Wieso trifft er den nicht? Okay. Nein. Nimm mal Rosinchen für dein Pferd. Das sieht doch noch gut aus. Das hat doch noch dreiviertel Leben. Wieso ist denn da die Sport? Da. Alter. Ficker, ey. Oh Mann. Wieder schön. Frech, ey. Wo will wir denn nochmal? Von mir aus, klar. Oh, da war knapp. Du kannst natürlich auch den anderen Boss probieren, wenn du mehr Bock auf den hast. Ja, ich denke mal, der wird auch nicht leicht sein. Aber... Mein Problem ist mit dem Pferde-Dude, ich kann ihn immer noch nicht gut genug lesen. Dieses ständige im Kreis reiten. Und dann manchmal macht er halt seinen komischen, geilen Schwungangriff und dann reite ich drunter her. Und manchmal nicht. Das liegt halt an der Beschaffenheit des Bodens. Also da kommt immer noch ein bisschen mehr RNG dazu, als da ohnehin schon bei ist. So, komm mal her.
machst du immer deinen geilen Angriff mit, ich spring dich an. Schön zu sehen, dass ihr so eine Freude beim Spielen habt, überträgt sich. Das klingt ein bisschen so, als wäre das hier Ironie, mein Freund. Ach, fuck you, dann nicht. Bei Souls, bei From Software Games, da muss man halt mal ein bisschen sich durchbeißen, ja? Bisschen. Die Untertreibung ist jetzt des Tages, ey. Ja, guck, er ist jetzt auch. Nee, war ehrlich gemacht. Gemeint. Gut. Oh. Oh, ich will den aber auch nochmal probieren. Ja, ich werde den danach nicht mehr probieren. Okay. Aber dann den anderen Boss? Ja. Okay, komm, dann last try. Ansonsten gehen wir weiter. Weil der ist immer da und ich kann mir fast vorstellen, der gibt Blödsinn. Meinst du? Ja. Und der gibt die beste Waffe in Game. Glaube ich nicht. Ohne Pferd versuchen halte ich tatsächlich, weiß ich nicht. Nee. Klingt irgendwie gefährlich. Chris hat richtig Spaß gerade, das kannst du gar nicht beurteilen. Ja, tatsächlich, der Dude, der meinte, euer Spaß überträgt sich, wo ich dachte, das wäre Ironie, der meinte das ernst. Ach so. Ja, der meinte das wirklich ernst. Das halt, also ich dachte, das war, ich liebe es auch ohne Ende gerade, ich liebe alles, sich hier gerade an sowas auszuweisen. Sonst würde ich das nicht auch schon mal probieren, gegen den Spanken da zu kämpfen. Guck mal, hier schon mal so eine Respektschelle am Anfang verteilt. So, damit er schon mal direkt weiß, was Sache ist, mein Freund. Oh Gott! Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, wenn du halt nicht wie so ein Irrer rumschreist. Ah ja, okay, den hätte ich tatsächlich sehen können. Da haben manche das Gefühl, du hast gerade keinen Spaß. Und das finde ich immer bescheuert. Ja, aber unsere Community ja nicht. Nee. Oh, Peter? Ja. Oh, ich habe nicht so viel Leben, meinst du? Guck mal, wie er gerade am Jumpen ist. Wie so ein kleiner. Also ich sag mal, wenn du weniger als die Hälfte hast und dieser Wirbelwind kommt, ja. Genau, dann dürfte der dich one-hitten. Lass das. Oh Gott. Ah, ich hab Angst. Also one-hitten. Mal kurz eine. Ja. Anders. Taktik geht gerade auf. Das Schöne ist, dem Pferd gefällt das halt gar nicht, dass das gehauen wird. Oh, das gefällt mir nicht. Okay, da war ich halt. Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Okay, aber Pferd stirbt jetzt. Okay, nee, das war eine Lüge. Ich wollte aber inzwischen mal gucken, ob ihr aufpasst. Jetzt. Absteigen. Nice. So, kann ich den jetzt irgendwie. Hau den! Lol! Ah, man kann ihn nämlich dann so geil finishen. Oh, weg. Ganz weg. Ganz weg. Ich kann nicht, hier ist eine Mauer. Und Pferd rufen. Und erinnere mich jetzt auch. Das war jetzt natürlich belastend mit der Mauer. Das ist für ihn aber auch gerade nicht. Ja. Boah, das wäre echt geil, wenn ich mehr Heilung hätte. Ich habe Angst. Wenn wir auf gleicher Ebene sind, dann trifft er einen nicht mit diesem Hurenschlag. Und vor allen Dingen, wenn wir dem sehr nahe sind. Also wenn wir auf einer Straße aufeinander zureiten. Ja, und ich dann natürlich wieder zu spät schlage. So. Wenn, also in der Theorie, ne, so funktioniert. Oh Gott. Funktionieren ja From Software Games. Kann man das ja unendlich häufig machen. Und irgendwann stirbt er, auch wenn man nur einen Schaden machen würde. In der Praxis ist mein Skill halt nicht so hoch. Ja, jetzt kommt hier halt auch. Oh Gott. Okay, wo können. Wo, gehen, die hier, gehen die hier drüber? Das weiß ich nicht. Nein. Nein. Für die Atmo kommt jetzt noch Regen dabei. Ich bin immer da reingelaufen, glaube ich. Ich
habe auch echt nicht mehr viel Leben, so allgemein. Ich hatte Angst wieder. Ja, ist kein Thema. Ey, ich habe Doppelangst. So, nichts passiert, alles gut. Ja, denke ich mir halt auch so. Alles easy, Peter, kein Thema. Du musst überhaupt keinen Stress haben. Du musst überhaupt gar keine Angst haben. Zwischendurch nochmal so einen mitgeben. So, da hat er halt mal kurz das Ding unten, verfehlt uns so 2 mm. Das ist halt so, das gehört halt dazu, so. Da muss man jetzt nicht irgendwelche Sticks rein. Komm, lauf doch auf mich zu! Oh nein, jetzt sind hier die Fickköpfe da auch noch. Komm angelaufen. Ah. Oh. Hallo. Mein Pferd ist einfach der Tank. Okay, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation um? Kann ich dich irgendwo anders geil hinkiten? Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Okay, die kommen wieder. Dann müssen wir nochmal wegreiten. Vielleicht Rosinen? Ja. Wo sind die anderen? Okay, gerade nicht da, gut. Alter, das war der Kill des Tages. Oh mein Gott, ey. Holy fuck. Boah, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, mein Herz ist einfach auch gerade am Schlag wie sonst was. Ja, hat man gar nicht gemerkt. Oh. Ich würde sagen, einfach bleib stehen und teleportier dich. Ja, das ist wahrscheinlich smart. Nein. Ich hab, also wir haben irgendeine Kriegsasche gekriegt für die Waffe. Oh, da kannst du mal gucken, was die macht. Leck mich am Arsch, Alter. Ach komm. Nee, im Menü kannst du gucken. Ja, ich habe den Marker genau hier drauf. Ah. Achso. Okay. Kann ich da nicht hier quasi gucken? Am besten, wenn ich die austausche? Ja, mich würde interessieren, ob das eine andere Kategorie war. Wait. Stammfachstunde? Das war zum Beschwören? Nee, vielleicht ist das auch für eine andere Waffe. Vielleicht geht das nicht bei dem Flegel. Inventar. Ja, genau. Nämlich der aber hier. Kriegst Asche Stoßhagel zur Verwendung mit durchbohrenden Waffen. Ah ja, das ist außer und gigantischen. So. Diese Kriegsasche verleiht einer solide. Solide. Und dann Stoßhagel können wir uns, glaube ich, vorstellen. Ne? Wir haben Speer und machen. Dann klingt aber nach geschickt gesperrt. Solide. Solide? Meinst du, solide ist. Ja, okay. Könnte sein. Also ein Speer ist eigentlich eine Geschickwaffe. Das sind die Momente, warum man Dark Souls-like liebt. Ja, da hast du 1000% recht. Sind halt echt so die Momente. Ich hab gerade ernsthaft gedacht, als er vom Pferd gefallen ist. Du hast zu lange gebraucht, der steht jetzt wieder auf, haut dich einmal Ende. Boah, das wird so bitte. Das sind dann die Momente, wofür man Dark Souls Likes hasst. Okay, 457 brauchen wir noch. Abaufstieg. Wir haben nichts mehr zum. Gar nichts mehr. Boah, das gar ist aber keine ganz schön mehr, scheiße, Alter. Jetzt damit mit 2400 den Boss machen gehen, ist aber auch. Ja, mach da einfach da so ein paar Typen weg. Ja, mach ich glaube ich auch. Da rechts am Karren steht noch einer. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Gucken in dem zweiten. Doch, die haben wir gelootet, meine ich. Sicher? Ja, die war offen.
viel geben die? Die geben auch nur 64, die ja, Loser. Ja, okay, aber das sind doch Loser. Was, ist wie viel Schiss vor denen hatten, ey. Ja, vor denen nicht unbedingt, sondern vor dem dicken, fetten Ritter, der da rumrennt. Ja, okay, und dem Dude, der hier so seine Tröte trötet. Einfach um die rum, weißt du? Aber ich hätte trotzdem, also ich müsste irgendwie dem einen, der da eben im Chat geschrieben hat, schon zustimmen. Ich hätte ganz gerne zwischendurch mal eine Anzeige vom Leben des Pferdes. Ja, das vermisse ich auch. Na, einen brauchst du noch. Oh, den Messingschild können wir verkaufen, den haben wir schon. Da steht, wenn er gehittet wird, ja, aber... Ne, da musst du aber genau in der Sekunde dann auch hingucken und alles. Optimalfall wirst du ja auch nicht gehittet. Wobei, dann ist ja egal, wie viel Leben du hast. Ja, stimmt. Aber ich wüsste es trotzdem zwischendurch ganz gerne. Wie lange ging es nach dem Konsolentausch gestern noch? Oh, da ging noch ein bisschen, so was? Ungefähr bis 2 haben wir gestern gemacht. Mittlerweile dürften aber beide VODs auf PietSmiet Live online sein, Chat. Könnt ihr das bestätigen? Das kann ich ja mal eben gucken. Messingschild Power Stanzen. Ja, genau, Beer Trap. Uns fehlen 9. Okay, alles klar. 2 Schafe. Ja, sind beide online. Ja, okay, sehr gut. Hab ich heute Morgen noch die. Hab ich heute Morgen eingestellt, den Fick. Mhm. Jetzt alle heute schön schon den gestrigen Tag nachholen können. Aber mit Essenspause und so habe ich alles drin gelassen. Weißt du, ich will das ja für die Nachwelt im Original beibehalten. Das war wichtig, dass man uns dabei zugucken konnte, wie wir essen. Dass wir das auch noch in 30 Jahren unseren Kindern zeigen können. Glaube. Naja, Katz, du warst zu faul. Ja, gut. Also dann, das hätte dann auch heute nicht mehr geklappt. Ansonsten, weil sonst müsstest du quasi die Einzelteile runterladen von Twitch, schneiden, also rendern und dann wieder hochladen. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn wir währenddessen streamen. Und bei Twitch kann man theoretisch auch sagen, okay, wir nehmen die 2 Stunden vom Stream, lad die mal auf die Webseite und die 2 Stunden vom Stream, lad die auf die Webseite. Kannst aber nicht sagen, nehmen die 2 Stunden von dem Part und die 2 Stunden von dem Part oder lass in der Mitte was aus. Und deswegen, ja. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das heute mache, weil wir hatten einige Off-Down-Momente und dann weiß ich noch nicht, wie ich das regel. Oh oh. Alter, diese Bäume sind aber auch fucking dangerous, muss man sagen. Oh Gott, der kann selbst hier hinten unten zaubern. Okay, Christian, ich gönne uns jetzt mal hier den geilen Boss, Mann. Das ist der wahnsinnige Kürbiskopf. Ich glaube, der hat auch einen Flegel. Der haut mit seinem Kürbiskopf um. Er haut mit dem Kopf auch auf den Boden, okay. Guck doch nicht immer in meine Richtung, du Ficker. Ohoho. Ja, easy first try. Die neue Staffel Rick and Morty ist da. Ich habe den Boss first try gemacht. Was für ein Boss? Den Boss da. Den hast du jetzt nicht mal den Boss gesehen. Hast nicht mal für den Bosskampf eine Sekunde nach oben geguckt. Der scheint aber sehr leicht gewesen zu sein. Ja. Das ist nice gemacht. Ich habe gerade ungefähr 385 neue Nachrichten. Das ist
Ja, hat er was gedroppt? Normalerweise sollte er irgendwas geben, ne? Man müsste. Hier würde ich mir ja schon fast wünschen, dass man sich anzeigen lassen kann, was man zuletzt bekommen hat. Nee, der hat nicht den Helm gedroppt, oder? Welchen Helm? Der hatte einen Kürbiskopf. Ja, nee, ich glaube, der hat nichts gedroppt. Okay, dann ist hier hinter vielleicht eine Truhe. Ja, oder ein NPC. Da ist ein NPC. Ich kenne diese Klamotte. Die konnte man finden im Network-Test in einer der Wägen. Ja, ein NPC. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Wir möchten Zaubereien erlernen. Ah, a yen for glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. Was möchten wir Zaubereien erlernen? Habe ich hier aber gesagt. Ach so. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Klar. Well, you are a piece of work. Very well. Bist ja ein Früchtchen, Peter. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Gedankenversunken Nicken haben wir jetzt als Emote bekommen. Habe ich gerade auch gemacht. Oh, das sind wirklich normale Sorceries. Die kenne ich da alle. Okay, aber wie zaubern wir die? Weil wir könnten die zumindest, ich meine, kostet ja nicht viel, also 1000 Seelen, aber die könnten wir mit unserer Weisheit... Da brauchst du einen Zauberstab für. Aber da brauchst du einen Zauberstab für, ne? Die reden sehr leise. Ja, ich finde die Soundabmischung auch nicht optimal. Das ist aber nie... Das ist immer so gewesen. Die NPCs sind immer super leise in den Spielen. Ja, finde ich auch nicht so optimal. Wir könnten theoretisch alles andere... Ja, wobei, ich weiß nicht. Wir können mal gleich mal in die Soundeinstellung gucken. Die wohl einfachste Schimmersteinzauberei der Akademie von Rhea Lucaria. Der Schimmerstein kanalisiert die Magie und beschießt Gegner mit magischen Projektilen. Diese Zauberei kann wiederholt und in Bewegung gewirkt werden. Dafür jetzt aber einfach 1000 ausgeben, würde ich, glaube ich, nicht machen. Nee, wir können die ja nicht mal... Selbst wenn wir die könnten, weiß ich nicht, ob das ist halt das Billigste von überhaupt. Da würde ich lieber weiter darauf sparen, dass wir eine Drachenzauberei haben. Ihr habt ja den Drachenkatalysator, aber wir können doch nicht mit dem Drachenkatalysator diesen Zauber wirken, oder? Weiß ich nicht, aber trotzdem, also ich würde sparen, wir brauchen noch 3 Level. Okay. Eine Zauberei von Haus Olivinus, welches Zauberer aus Celia anlockt, der Stadt der Zauberer. Aha. Dann haben wir hier, wird Zauberern gewährt, die Akademie verlassen und auf Reisen gehen, um sie vor großen Gruppen möglicher Gegner zu beschützen. Narren reisen gerne mit Gleichgesinnten. Eine Zauberei des Kristallkaders, eine Gruppe von Zauberern, die nach Weisheit des Steins streben. Des Steins. Jenen Geheimnissen, die im Geist der Kristallianer verborgen sind. Die Kuckucksritter lernten diese Zauberei an der Akademie als Lohn für ihren Pakt. Aha. Ja, okay. Kuckucksritter, ja, genau. Ups. Also mit ihr kann man nicht mal mehr quatschen. You are a tadpole when it comes to magic. Ja, du bist echt eine Kaulquappe. Infantile. So, to become a sorcerer first now. Okay, das heißt, die würde wahrscheinlich mehr mit uns reden, wenn wir mehr Zaubereien erlernen würden. Weißt du, der in Dark Souls 3, den ich gefunden habe, da findest du auch diese ganzen Bücher, die du denen geben kannst. Ja, sowohl der Faith-Alten als auch den Zauberer. Wollte er nicht mal haben, weil ich war zu dumm. Ja, es gibt NPCs, die reden nicht mal mit einem, weil man zu dumm ist, ja. Weil da soll es auch ruckeln. Ja, es ist, also das liegt nicht an euren Rechnern, es liegt an der Performance.
Aber nice, dass du einfach mal so den Boss First Try gemacht hast. Also. Danke. Die Wölfe haben in dem Fall extrem geholfen. Wenn ich mir überlege, weißt du, dass so ein Dulli, der einfach nachts auftaucht, wobei er noch nicht mal gesichert ist, dass er nicht nochmal kommt. Der hält der ist ja ein großer. Ich, Alter, ich wurde voll in dieses Feuer gepusht. So ein Dulli auf der Straße ist halt ein schwererer Gegner als so ein Boss da unten in der Höhle. War nice. Ja, den hat er gut getimt. Gibt auch schon ein Statement von From Software, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber konnten wir nicht. Halt patchen und das hat so ein bisschen die Vibes von. Alter, nein, ich will da nicht rein. Meine Fresse, ey. Hat so ein bisschen die Vibes von dem Dark Souls. Dark Souls 1, als sie das auf PC gebracht haben, das war auch ganz schrecklich. Haben wir eigentlich den Sumpf hatten wir clear, ja. Bis auf die den Krabbe. Den östlichen Teil. Also endlich den ganzen östlichen Teil nicht, okay. Eine Krabbe war in der Höhle, wo wir den Drachen besiegt haben. Und eine Krabbe lief da rum im östlicheren Teil. Weiß nicht, ob das genau die gleiche, also dieselbe Krabbe ist. Ja, ja. Ja, gerade sieht man eh nicht viel, ehrlich gesagt. Aber normal sind Krabben eigentlich auch so Standardgegner. Fehlt hier nicht ein wenig die direktere 1 gegen 1 Mechanik mit dem Pferd? Also gegen den Ritter fand ich, war das schon ein gutes 1 gegen 1. Ja, das war eines der krassesten Kämpfe, die wir hatten. Neben dem Drachen, der übrigens auch auf dem Pferd war. Stimmt. Finde ich aber ganz gut, dass sie das nutzen. Ja. Weil einfach nur dieses Pferd, ne, wenn du halt einfach nur Gegner damit hauen könntest. Ja, oder einfach nur damit von A nach B reisen könntest. Ja. Sondern nee, das ist schon ein wichtiger Bestandteil des ganzen Spiels. Ja. Du kannst dir sogar vom Pferd aus schießen. Du kannst vom Pferd aus zaubern. Also dieses Drachen-Odem. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das gesehen habe, dass der das auf dem Pferd gemacht hat. Ich glaube sogar gegen den Drachen. Nee, das kann ich. Aber weiß ich nicht mehr. Gerade hat einer im Chat gefragt, ob wir denn uns wirklich dieses ersten Drachenzauber holen wollen, weil wir wissen ja nicht, ob es mehr als ein Drachenherz gibt. Aber ich bin tatsächlich auch sicher, also was heißt sicher, aber... Vor allen Dingen wird es nicht, es wird halt... Ah, da ist die Krabbe. Oh, das ist jetzt aber doof. Also zwei Krabben. So. Lol. Kriegst du Asche? Ja, Edo. Ah. Das ist doch so... Das sah aus wie ein Katana. Oh Gott. Renn. Ich gehe fest davon aus, dass es mehrere Drachenherzen gibt, allein schon, weil es drei Zauber unterschiedlich sind. Also normal musst du dich da... Ach so, du meinst wie die Waffen, wie die Bossseelen früher, dass du dich für eins entscheiden musst? Ja. Ich gehe davon aus, dass noch was ist. Vor allen Dingen stand ja, nachdem wir den Drachen besiegt haben, und da waren wir ja noch nicht gucken, dass es noch eine neue gibt. Eine neue was? Ja, da stand doch irgendwie bei der Kapelle, bla bla, gibt es noch einen neuen Drachen. Nee, das, damit haben wir den... Ich dachte, damit hätten wir jetzt den ersten freigeschaltet. Aber ach so, nach dem Motto, stimmt, das kann man auch anders Ding, das verstehen. Kannst du kaufen. Okay. Ja, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ist beides möglich. I see. Wir sind immer noch im Startgebiet, ja. Tatsächlich sind wir immer noch im Startgebiet, das ist absolut korrekt. Aber hier gibt es halt auch echt viel zu erforschen, muss man sagen. Ich finde es aber ganz gut gemacht. Du hast sehr häufig so den Punkt, wo du denkst, na, da sind wir noch ein bisschen zu schwach für. Und dann gehst du weiter und dann findest du wieder so deinen Teil, wo du ein bisschen brandschatzen und rauben kannst. Ja, was ich krass finde, wir haben hier kein Feuer mehr gefunden. Ja, das stimmt. Da ist aber auch, ehrlich gesagt, bis auf die eine Höhle war da jetzt auch nichts mehr. Nicht so viel, ne. Lass mal, ich gehe einmal den Weg entlang, ja. Ich will wissen, ob das hier irgendwie im Kreis geht oder sowas. Das hatte ich auch vor. Ich meine nicht, aber die Frage ist, was da kommt. Nö, das sieht aus wie der Reiter, der vorher tagsüber auf der Brücke ist, weißt du. Da oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Ach. Und da links bei diesem, wie nennt man sowas, Pantheon? Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich gehe erstmal hier hin, in die Area, bevor ich hier weiter nach rechts gehe. Mhm. Dadurch umschließen wir ja sozusagen. Achso, war ich da schon? Vielleicht nochmal den Boss ganz am Anfang mit dem Rollding probieren. Ah, nee. Den Boss ganz am Anfang? Ja,
Der Kollege, der da auf und ab fährt. Oh, hier ist doch ein Feuer. Guck mal. Achso, den? Nee. Der hat. Also klar, wir haben den nie gedamaged, aber der hat uns ja gewone-hitted und wir haben jetzt am Ende, denke ich mal, nur ein Rüstungsteil mehr an. Haben jetzt ein bisschen mehr Leben. Nö, noch nicht. Ist da ein Lager? So, ist ein Lager. Vielleicht gibt's da auch was zu trinken. Da ist gar keiner. Aber ein Glühwürmchen ist da bestimmt wieder. Wenn ein Toter auch. Scheibe Fleisch. Mm. Das finde ich echt weird, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür dieses Fleisch ist. Also, ob man das dem Pferd einverleibt. Wo bist denn du jetzt gerade? Südlich vom Sumpf. Okay, also das ist so ein umgestürztes Teil, was man auf der Map sieht. Geht denn da ab? Was kloppen die denn da? NPC? Nee. Halten die sich gegenseitig? Das sind Skelette, oder? Nee. Irgendwelche Monster? Das nee, sind das die sind Viecher aus der Höhle, ja genau. Ja. Geil. Mach ich doch mal mit. Ich würde interessieren, wer gewinnt. Einfach mit rein. Einfach mal rein. Ich will die Seelen haben, ihr Ficker. Weißt du jetzt, wie viel wir für ein Level brauchen? Wie viel wir was brauchen? Für ein Level. Boah, ich glaube, wir sind da schon mittlerweile bei 3000 angekommen. Na, Massenmörder. Okay, das sollte man auch nicht aus dem Kontext reißen. Na gut. Aber in dem Moment stimmt's ja. Okay, von dem haben wir jetzt auch zwei. Boah, ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob ich jetzt schon. Hatten wir schon mal Glassplitter? Ist Glassplitter was Neues? Glassplitter? Da. Nee. Was ist die dicke Scheibe da eigentlich? Schmiedestein 5. Ja. Versteckt Waffen noch bis zu plus 15. Holy moly, also dann haben wir noch einiges vor uns. Okay, wo ist dieser Fick-Glassplit? Da. Ne, hatten wir vorher noch nicht. Scherbe von schmutzigem Glas. Wertloser Plunder. Wo ist hier, wie hieß er, Nali? Ja, genau. Gib mir Durchsicht. Ja, gib mir grün. Kann selbst kein Licht erzeugen, ist im Grunde wertlos. Aber aus irgendeinem Grund findet man das ja. Kann selbst, ja, okay. Ich meine, selbst mit Rubbish konntest du tauschen. Und einen Faden haben wir, ah ja, cool. Oh, Lukas hatte 20 Euro da gelassen. Dankeschön. Vielen Dank, Lukas. Da geht es um das Microsoft-Ding eben. Wird auf dem normalen Gaming-PC nichts passieren, ist natürlich trotzdem auf eigene Gefahr. Okay. Ach so, das Ding, ja, gut. Danach hat Lukas übrigens nochmal 2 Prime Subs, also nochmal Resub. Und hat geschrieben, dass das Disablen von dem Microsoft-Ding ist wohl nur von Nachteil, wenn man Twain oder MIDI-Geräte hat. Ich wünsche euch allen anderen noch viel Spaß mit dem Game. Dankeschön. Alter, der drückt aber. Der hat denselben Move wie der andere Kollege. Der Nachtwächter. Ich finde gut, dass wenn man absteigt, man automatisch in die Richtung springt von demjenigen, dessen Pferd man gerade gekillt hat. Dann macht man nur nach vorne? Oder auf den, nee, auf den du anvisiert hast? Ja, vielleicht auf den du anvisiert hast, das kann auch sein. Und du bist schon ein paar Mal abgesprungen. Da ist die Ruine, die wir schon geklärt haben. Ja, okay. Sieht ja erstmal alles easy peasy lemon squeezy aus. Was ist denn hier noch? Da ist eine Höhle. Naja, nicht ganz. Ein Händler? Ja, das ist der nächste Händler. Das ist wieder ein anderer.
Der sieht aber auch anders aus. Der hat ein ganz lustiges Ding an. Da sind die okay. Hello? You must be the new Tarnished. Beautiful work. Dragon. And as such, acknowledgement. There's something you might like to know. The heart you brought back. It's used in Dragon Communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church. Ja, waren wir schon, Ficker. Wir sollten jetzt einen Aluhut auf. Those who partake in Dragon Communion will one day shed their humanity. Oh oh. Their hunger for Dragon. Their yearning. Only worsens until the floodgates burst. Unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Ihr wolltet doch Sound fixen, inwiefern? Achso, ich wollte mal gucken, ob wir eine Abmischung ändern können. Bei den Stimmen. Ja. Du könntest gucken, ob du alles leiser machen kannst. Ja, genau. Ich glaube, noch lauter geht nicht. Doch, Stimme! Lol. You must not forget, though, those who partake in Dragon. Es ist lauter. Danke. Okay, der will uns nichts handeln und nichts und alles. Aber wenn wir irgendwann... Aber der scheint mir ein NPC zu sein. Weißt du, so ein... Vielleicht ist er ein Wandersmann. Den treffen wir öfter. Ja, vielleicht. Dankeschön, Schwarze Möwe. Hey Leute, Musik muss laut bleiben. Musik ist awesome. Weil, also zum einen ist die awesome und zum anderen trägt die gerade auch die Lautstärke extrem, finde ich, bei den Bosskämpfen dazu bei, dass man hebelig wird. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwann mal die Musik einfach bei den Souls-Teilen ausgemacht. Du bist so viel ruhiger in den Kämpfen. Das ist unfassbar, was es ändert. Oh, da ist ein... Peter, da geht's einfach nur... Waren wir schon. Da waren wir schon? Nee. Bist du nicht da unten hochgesprungen? Nee, 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 anderer Strand. Nee, keine Ahnung, Eike. 3122 brauchen wir. 3100? Ja, 3122. Wir hätten noch 600 auf... Ja, das würde reichen. Oh. Noch zwei Level. Also eins noch. 15 und 12 brauchten wir doch. Nee, du denkst die ganze Zeit 16. Aber 15 ist ein Kummer wert. Ja, okay, ja, Leute. Also noch 3395 einmal erreichen und dann lübt der Hase. Das sieht sehr tief aus. Das könnte zu tief sein. Aber hier ist... Ach ja, stimmt, wir sind im Offline-Modus. Deswegen sind wir hier die ganzen roten Dinger nicht. Du könntest... Kannst du einen Doppelsprung versuchen? Ab einer gewissen Höhe? Oh mein Gott. Okay, nee, nicht so hoch. Alles klar. Hast du mich aber gut reingebaitet. Ja, ich wollte gar nicht reinliegen. Aber ich dachte, ja, pass auf, dann sind wir wenigstens so fair, ich probiere das auch. Weil, kann man im Fall in diesen zweiten Sprung nochmal nutzen? Weiß ich nicht, Alter, das ist schon gefährlich. Warte mal, einmal springen geht ja. Pass auf. Oder zählt das dann auch schon zur Fall? Ja, das weiß ich halt nicht. Big Brain Move. Ja, aber trotzdem die Hälfte an. Ja, aber Dankeschön, Lukas, für 10 Stufe 1 Subs. Vielen lieben Dank. Also, ich meine, da kommt man hier wahrscheinlich auch leichter runter. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist doch ein Wolf. Alter, ich glaube, der wollte gerade richtig runter jeeten. Ja. Okay, der hat so eine komische Linie bewacht. Warum auch immer. Sonst ist hier erstmal nichts. Ich weiß überhaupt nicht, weißt du, du hast hier runtergeguckt. Jetzt will ich hier runter. Bleibst du mal stehen, Gaul. Ja, vielleicht war das nicht so smart von mir. Da auf den Vorsprung? Ich sehe gerade nichts anderes, aber gibt es in die andere Richtung noch Möglichkeiten? Also wenn du das machst, dann heil dich vorher.
Oh mein Gott, ah, ist klar. Ich kann nicht mehr springen. Ja, okay. Also du musst springen über den Abgrund, damit du den Doppelsprung nutzen kannst. Ich glaube, das ist der falsche Weg, ehrlich gesagt. Naja, ist auch. Aber einfach nur fallen, dann kannst du nicht den Doppelsprung nutzen. Du musst springend darunter. Ja, okay. Aber nutzt einen anderen Weg einfach. Also ich meine, gerade gelevelt haben. Ja, ja. Ich meine, hier waren wir ja theoretisch. Hast du die Ruine hattest du gemacht? Du hast die Ruine quasi gemacht. Ach so, die Ruine ist das. Ja, okay. Wow, das habt ihr beschützt, ihr Ficker. Naja, die beschützen ihr Nest. Sind die eigentlich... Warte mal. Oh, R2. Ich habe noch gar nicht R2 benutzt. Ich habe immer nur R1 benutzt. Also ich habe noch nicht den starken Angriff benutzt, quasi. Ich schon. Ja, habe ich nicht. Ich habe noch nie mehr. Was mir gerade aufgefallen ist, das waren alle Fledermäuse, die da... Ah ne, schade. Hm? Wenn ich eine coole Mechanik, wenn die tagsüber bei ihrem Nest sind und nachts eher ein bisschen ausschwärmen. Ja. Vielleicht ist das so. Weiß ich aber nicht. So, hier sind wir direkt ganz nah wieder bei unserem Start. Warum spielt ihr auf PS5 und nicht PC wegen dem Airbnb? Ja, und weil wir wussten, dass es Performance-Probleme auf dem PC gibt. Ja, und ich wollte halt, also das, als ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, wusste ich das tatsächlich noch nicht. Aber ich dachte mir, das ist so viel simpler, als meinen ganzen fucking PC abzubauen und wieder aufzubauen. Aber ich werde zu Hause auch auf der PS5 weiterspielen. Ich auch, glaube ich. Weil... Jetzt, wo ich das weiß... Ja, nicht nur wegen der Performance, ja, irgendwann wird sie ja gepatcht werden. Also selbst wenn es ne, so Cyberpunk-mäßig 2 Jahre dauert, aber ich habe halt lieber riesen Fernseher. Ja, gut. Anstatt meinen 27-Zoll-Bildschirm. Den hätte ich und auch den so. Mega riesen Unterschied macht es nicht. Ja, ich habe meinen Rechner nicht an diesem Bildschirm. Du hättest da runterspringen können, glaube ich. Oder? Bis da hinten auf die Plattform habe ich mir auch angeguckt, aber ich glaube, bis da kommst du nicht. Kannst du da einfach runterfallen? Wenn du bis da auf willst, der Plattform warst du doch. Da sind doch die Seelen. Die Runen. Ja, weil wir da hinten runtergefallen sind, oder nicht? Also ja, von hier aus kannst du nicht darüber springen, genau, aber... Moment, ich gehe nochmal zurück, weil ich wüsste nicht, wie man da jetzt sonst hin noch kommt. Weil hier runterspringen ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber ist da unten nicht eine kaputte... Da, die Säule. Links. Oder? Right. Nee. Ja, so aus, als wäre der Vorsprung größer. Okay, nochmal. Wann bekommt man das Reittier? Da musst du am Anfang, also deswegen, ich würde das irgendwie nicht so einfach sagen, aber bis zu einem bestimmten Punkt würde ich vielleicht erstmal diesen goldenen Strahl. Ja, ich habe jetzt gelesen, das liegt gar nicht am Leuchtfeuer, sondern muss halt am dritten Leuchtfeuer oder so rasten. Das dritte neue oder einfach dreimal? Neues. Dann musst du dem Strahl nicht hinterher. Oh Gott. Dann, egal. Ja, da unten kannst du runter. Ja, das meinte ich halt. Du musst aber springen, wenn du den ne, nutzen willst. Also ich finde es weird, wie das Leben verliert. Also wie das Leben verliert, das finde ich immer noch mega weird. Teilweise... Ist es weg? Oder du hast das Gefühl, das hat gerade richtig auf die Schnauze bekommen? Leute, das ist jetzt nicht eine Wand. Leute, wer bist du denn? Der sieht aus, als hätte der viel Leben. Ah! Der ist ganz schön groß. Existiert dieser ganze... Oh. Ja, okay, let's fight. Du machst ja richtig viel Damage. Oh. Okay. Haust du den gerade mit R1 oder R2? R2. R2 ist top. Das staggert den halt kompletto. Oh, da war der Erdbeer. Erdbeer-Strike. Du kannst ihn plündern. Kriegsasche Gravitation. Das ist das, was er gerade gemacht hat. Ich glaube auch. Geil.
Alter, wir finden hier so viel Shit und wir haben noch nicht mal den ersten Story-Boss gelegt. Oh. Magisch. Mit Nahkampfwaffen, außer mit kleinen Waffen und Peitschen. Magisch. Ja, Gravitation. Gut, magisch, ein Talent der Ablasterfürsten, nee, deren... Alabaster. Oh, Entschuldigung. Alabasterfürsten, deren Haut aus Stein bestand. Rammt die Waffe in den Boden, um ein Gravitationsfeld zu erzeugen. Der Angriff verursacht Schaden und zieht Gegner zu euch heran. Nice. Der Fels kennt Alabaster nicht. Ja, doch, das ist so ein geiles Material, oder? Ah ja, Krabi? Ja. Eine Höhle. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, warum du da runter wolltest, aber ja, da, wo du hingeguckt hast. Gucken. Ja, interessant hier alles. Ja. Ich würde sogar fast behaupten wollen, der richtige Weg hier runter ist durch die Höhle. Ja, wahrscheinlich. Aber wo ist dann der Eingang? Oh, sehe ich da etwa Schmetterlinge? Ja genau, wo ist dann der Eingang? Das interessiert mich nämlich auch. Weil hier kommt man wieder hoch. Oben zu dem Feuer, bei dem wir auch schon waren. Ich habe gerade gelesen, Fields Woman. Da steht Fields Wow Man. Aber Marv, hast du noch 5 Euro gespendet? Vielen Dank. Danke, Marv. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, was Jay und Bram gestern gemeint hat. Als sie sagten, die Welt sei leer. Ich finde sie fantastisch. Ja, kann ich bisher auch nicht nachvollziehen. Also, find man hat relativ viel zu erkunden. Ja, finde ich auch. Also aber die meinten ja selber schon ganz selbstkritisch. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Naja, wenn du davon ausgehst, dass man da hier jetzt dahin kommt, bist du fertig draußen? Ja, also außer die Krabbe. Aber warum sollte ich mich mit der Krabbe rumschlagen? Aber ich glaube, die haben ja schon selbstkritisch gesagt, vielleicht war das einfach nur eine falsche Herangehensweise, die die hatten. Leute, ich weiß, wo wir sind. Das ist doch nicht der richtige Weg. Harlig-Drachen. Das ist ein neuer Talisman. Geil. Ich meine, wir haben Feuerrisi an. Ich liebe Souls Games einfach so sehr. Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden. Die uralten Drachen, die in der Ära vor dem Erntenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Arten von Schutz. Kannst du mal einen da links, warte. Mach nochmal auf. Entschuldige. Mach mal Viereck. Die einen da links. Alles klar. Oh, das ist schon bekannt gewesen. Ich hatte nur irgendwie dunkel noch bei dem Hinterkopf. Hier sind wir gestartet, by the way, Christian, ne? Das ist das Item, was wir von unten das erste Mal gesehen haben. Da rechts springt man in die Tutorial-Höhle und da vorne geht man hoch. Stimmt. Deswegen meinte ich gerade, ich liebe Swords Games, weil das halt wieder dieser Moment ist, so, oh mein Gott. Nein. Okay, wir sind hier unten aber trotzdem durch. Ach Gott. Bis auf Krabby Krab Krab. Das heißt aber, wir springen da hinten einfach wieder hoch, weil das so viel Spaß macht. Oder kann man da unten noch weiter entlang? Nee, ich glaube nicht. Das ist so cool. ...640 Seelen haben wir nur, okay. Ja, 3.500 brauchen wir ungefähr. Was haben wir denn hier? Ah. Warum bist du hier? Oktopuskopf. Elden Ring ist jetzt auf Steam verfügbar. Ah. Okay. Wait, mit dem Oktopuskopf macht man nicht sowas? Was ist der Oktopuskopf? Das ist halt nicht was zum Material. Dachte ich auch, aber... Nein, no, das wird zum Anziehen. Der ist ein Kopf. Das gucken wir uns sofort aber nochmal genau an. Ist ein bisschen besser gegen Schlag und magisch und Schnitt und mehr Stich Immunität. Ein Land-Oktopus-Junges, das direkt auf den Kopf getragen wird. Es ist immer noch warm und fühlt sich ein wenig an wie menschliche Haut.
Wenn euch der Gestank nicht abschreckt, ist seine Elastizität ein hervorragender Schutz vor Schlägen. Ist das genauso schwer? Ja, ist tatsächlich genauso schwer. Lol, du siehst aus wie die Zauberer aus der Bibliothek. Das ist ja super widerlich. Widerlich. Sieht ganz lustig aus. Ja, finde ich auch. Irgendwo hier war das Feuer, meine ich, oder? Habt ihr die Steinschwertschlüssel bei den Wichten eingesteckt? Ja. Ja, da. Die Schlüssel bei den Wichten? Bei einem haben wir das gemacht. Genau, bei einem. Ah, hier ist das Feuer, genau. Bei einem haben wir das gemacht. Da hinten fighten sie wieder. Immer nur am Fighten. Hä? Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Gerade war die aber noch nicht da. Wollen die wo gehen hin? Wir gehen hier runter. Ich gehe vorher gucken, was hier ist. Ich glaube, die kommen schon mit. Alter. Keule hat gesessen. Oh, die Keule sitzt auch. Aber das ist total der Überfall hier. Also erst in Red Dead Redemption so ein Canyon geritten und dann kommen sie alle angesprochen. Oh, oh. Was ich abgefahren finde, ist, wenn man mal überlegt, wie lange wir schon spielen und wie lange wir schon vier Flaschen haben. Das ist allerdings wahr. Und die auch noch nicht einmal aufgewertet worden sind. Aber ich könnte mir vorstellen, das passiert erst bei dem vorgesehenen Weg. Ja, und beim Roman haben wir ja zumindest den Vorteil, dass die häufiger nachgefüllt werden. Ja, das stimmt. Diese kleinen Grüppchen haben wir jetzt wirklich häufig. Oh, guck mal. Immerhin. 200 für umsonst. Aber wieso sind die hier hingepilgert? Krabbeneier hatten wir schon. Mhm. Ja, hier sind noch mehr von denen. Wo kam denn der dritte jetzt her? Ja, das ist eine gute Frage. Ihr seid immer noch am Anfangsgebiet. Kommt bestimmt mal weiter in das Dorf. Ja, ja, genau. Da gehe ich auch von aus. Mann! Ach, geh doch. Wenn ihr zwei Schlüssel habt, könnt ihr ganz anfangen in einen DG. Ich weiß nicht, was DG ist. Dungeon? Ja, am Anfang waren wir ja da. Da ist halt nur noch der Boss. Aber der ist, glaube ich, noch ein bisschen hart gewesen. Ich würde sagen, ja. Wir gucken, dass wir, also erkunden noch ein bisschen, gucken, dass wir Drache werden. Dann gehen wir in der Story weiter und wenn wir den ersten wirklichen Story-Boss besiegt haben, dann würde ich mir überlegen, unten in die Katakomben nochmal zu gehen und da rein zu jeeten. Ja, okay. Aber vorher nicht. Klingt nach einem Plan. Nicht unbedingt wegen dem Ablauf, sondern wegen der Stärke. Ich glaube, das macht jetzt noch keinen Sinn. Da müssen wir noch hin. Interessanterweise werden wir hier dahin geführt. Ja. Und da dahin. Kannst du mal rauszoomen? Interessant. Der Weg nach unten geht entweder direkt zum Kartenrand oder die Karte erweitert sich da unten. Nee, die geht raus. Siehst du das? Der Weg da. Geh mal rein. Ja. Der Weg da geht aus in den schwarzen Bereich rein. Ja, aber der schwarze Bereich wird ja immer, also das wird ja auch noch zu Elden Ring gehören. Also das hier wird ja alles genau, gefüllt. Genau, das wird auch noch gefüllt, der schwarze Bereich außen. Ja. Okay. Suddenly Hentai. Hey, nur weil du die japanischen Pornostars siehst, ja, ist das noch nicht. Dass wir uns in einem befinden. Ich sollte sie mal mehr anvisieren, glaube ich. Ich glaube, manchmal ist Anvisieren dann vielleicht doch ganz smart. Überall diese Typen.
Da fällt mir gerade ein, wieso habe ich eigentlich nur Hose an? Fragen eines Gamers. Quatsch. Oh, hier ist ganz schön kalt drin. What the fuck? Ich darf mich nicht. Ich weiß halt nicht, was die hier beschützen. Falls überhaupt irgendwas. Aber scheinbar nicht. Hier ist ja nichts. Peter, brauchst du noch was aus der Küche? Ja, danke schön. Ich habe ja so Kekse gefunden. Die laufen hier überall rum. Vielleicht ist das auch einfach nur deren Gebiet, weißt du? Vielleicht ist das hier einfach, hier leben die. I don't know, aber hier geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, vielleicht auch nicht. Kurz ein Schwein hauen. Die sind hier überall. Radikal. Ja, schrei halt rum. Komm da schön runter, my friend. Boah, anvisieren ist schon ein Game Changer auf dem Pferd, ey. Holy moly. Ah ja, hier gibt es zumindest was. Eine große Keule gibt's hier auch. Ah, das ist für starke Builds natürlich awesome. Okay. Große Keule ist starke Waffe im Zweifel, oder war zumindest früher immer eine. Stärke C. Aha. So, nee, wollte ich auch gar nicht ausrüsten. Ein dicker, harter Knüppel für alle, die auf rohe Gewalt setzen. Steht da? Das kann ich irgendwo, ja. Um diese Waffe zu führen, benötigt man keinerlei Talent oder besondere Fertigkeiten. Okay, ich du hast dich voll auf den Verteiler, glaube ich, gerade gesetzt. Ah ja. Dieser primitive Prügel erfordert lediglich Kraft, um Gegner zu breit zu schlagen. Dafür benötigt man 22 Stärke. Oh, ist der Kick so laut? Also der schmeckt ganz lecker. Da sind irgendwie so 8 Packungen davon im Schrank. Ich habe jetzt einfach mal eine aufgemacht. Sind so Schokolade- und Kakaokekse. Sind ganz gut. Wow. Na, kleinen Sprung machen, ne? Wie wir aus der Kristallhöhle wieder rausgekommen sind. Wir sind rausgelaufen. Ja. Also es hört sich recht unspektakulär an, aber so ist es passiert. Da ist auch ein Leuchtfeuer in der Nähe. Sogar in der Höhle noch drin. In der Kristallhöhle? Ja. Danke, danke schön. Danke. Was war hier mal? Achso, da. Wow, das sieht nach Adventure Map aus irgendwie. Oder? Ne, so weit kannst du gar nicht springen. Das schaffe ich leider nicht. Doppelsprung? Was? Nein. Ist die gerade runtergefallen? Irgendwann ist müde. Warte mal. Das ist doch in der Luft, oder? Oder ist das doch am Boden? Ne, das ist am Boden. Ich dachte, dieses du kannst hochspringen ist auf dem... Wo bist du denn da? Ja, ich bin jetzt bei der Brücke angelangt.
Was für eine Brücke? Ja, die unten, die du meintest, die geht in ein anderes Gebiet. Da. Ach so. Aber ich war noch nicht hier oben. Bin einmal außen rumgelaufen quasi. Eine fette Ballista. Okay, hier ist halt die Brücke. Ich wollte nur darauf hinweisen. Also so das ist mal Bescheid. Wieder weg. Aber und wo geht's hier hin? Mal wieder hoch auf den. Ja, moin. Okay. Kannst du in der Luft nicht steuern? An den Sprung? Ich glaube, es kommt ganz viel drauf an, von wo man angeritten ist. Also jetzt geht's quasi in die Richtung. Ah. Da. Mhm. Ah, hier war nichts. Ah, ist aber was. Da. Da hinten ist noch so was. Das ist ein Gegner. Da hinten läuft er drum. Da stehen ganz viele davon. Kann man ja einfach auch mal umhauen, wa? Da stehen ganz viele davon. Ich wette, wenn die. Ich wette, die können schießen oder so ein Scheiß. Guck mal, dass du nicht von vorne an die rangehst. Das ist weird hier schon wieder. Aber hier ist sogar extra ein Wiederbelebungspunkt. Ja. Und da kriecht er wie so eine Raupe durch die Gegend. Aber selbst das macht nichts. Okay, das ist wirklich weird. Ist hier vielleicht nachts irgendeine Action? Die sind hier alle um dieses runde Ding rum. Oh ja, dann leuchtet auch. Und die verlieren alle Ruinenfragmente, wenn ich das richtig sehe. Spawnen die Bosse neu oder sind die für das Spiel erledigt? Also Bosse sind normalerweise für ein Spiel erledigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein schwarzer Ritter da auch nicht nochmal neu spawnt. Ja, alles, was normalerweise so eine Bossleiste hat. Ich will mich dem in der Mitte da gar nicht nähern, solange wir die noch die angucken. Mal, da. Alle in ganzen Ruhe weg. Ja, genau. Dafür ist der New Game Plus. Also, wobei ich gar nicht weiß, ist hier New Game Plus eigentlich bestätigt? Keine Ahnung. Weil in den bisherigen Spielen hat das immer Sinn gemacht, weil du hast von den Bossen immer irgendwie eine Seele bekommen. Und daraus konntest du dir zum Beispiel halt eine Waffe machen oder einen Zauber holen. Und wenn du dich entscheiden musstest und das andere auch haben wolltest, dann musstest du halt in New Game Plus. Bisher habe ich es noch nicht so festgestellt. Ja, gibt New Game Plus. Alles klar. Okay. Na gut. Also siehst du, diese Ruinenfragmente findest du einfach zu Hunderten. Ja. Ah ja. Siegel Gefängnis des Bluthundes. Das klingt nach Boss. Allerdings. Aber du kannst da nicht beschwören. Hm. Peter, ne? Gönn dir mal. Okay. Kann ich hier beschwören? Nee. Boah, wird das ruhig auf einmal. Holy moly. Ja, das sieht nach Boss Area aus. Ah ja. Bluthund Ritter Dariviel. Okay, nichts mit beschwören. Oh. Okay. Der ist eine Ansage. Cool. Ich habe ihn nicht einmal hitten können, sondern bin immer nur ausgewichen. Wir haben 2400 Runen. Oh. Na gut. Die sind jetzt bestimmt davor. Mit Sicherheit. So kenne ich die Soul-Spiele.
was. Die Dinger machen gar nichts. Ich glaube auch. Die sind tatsächlich davor. Was sind die? Die sind tatsächlich davor. Ja, guck mal. Okay. Aber damit können wir kein Level steigen. Was hast du vor? Weiter. Achso, du willst den Dude nicht bekämpfen? Nein. Ah, okay. Guck jetzt, dass ich hier vielleicht mal vielleicht durch Farmen noch 1000 krieg. Wir haben aber auch noch... Also 800 brauchen wir noch. Ja, die geben 64. Kann den Schlag ja aufladen. Alle her, Freunde. Oh, da kommen wir wirklich alle. LOL. Oh my fucking God. Alter, das wäre gegen den Ritter mal sowas von insane gut gewesen. Ist das die R2, die du auflädst? Ja. Kannst du gedrückt halten. Dachte mir gerade, ich benutze die mal. Mal gucken, was passiert, wenn man R2 gedrückt hält. Alter. Okay. Dann macht er nämlich auch hier den hier. Aber irgendwann schlägt er automatisch. Okay. Also du kannst jetzt nicht... Oh. Ah, du hast auch Bock. Na gut. Na gut, na gut. Oh. Der hat seine Weapon-Art benutzt, würde ich sagen. Das Geräusch kommt auch, wenn du deine benutzt. Oh, das Umkreisen überfordert den auch. Oh, der Schaden von dem ist trotzdem nicht so verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Oh, Mist. Belastend. Ja, okay, 3200. Also da kann man doch ganz gut Seelen sammeln nochmal. Mach dir gleich noch den Baumwächter. Welcher ist denn das? Haben wir nicht einen Baumwächter schon gemacht? Das ist der Ritter am Anfang, der Goldene. Ach so. Ja, ist so. Hi. Der Christian wollte jetzt mal ein bisschen weitergehen. Oh. Zurückkommen wir immer noch. Ja, das ist wahr. Also dadurch, dass man sich ja immer lustig hin und her porten kann. Also wenn Peter gleich Bock hat, den anderen Boss zu machen, kann er das ja auch machen. Ja. Okay, Speer ist... Au. Speer ist gut gegen Pferde. Das ist ja wie eine ja, Reality. Das haben die schon mal aus irgendwelchen Strategiespielen übernommen. Kann nichts machen. Ja, und Strategiespiele haben das aus der Realität übernommen. Ist da was, Freunde? Viel Spaß. So. Das reicht. Das reicht. Fein gemacht. Ist ganz geil, wenn das Ding am Boden kommt, dass das ja, Funken. Ja, auf jeden. Okay, dann können wir jetzt sofort den ersten Drachenfick machen, oder? Ich denke, ja. Nein. Ich bin gespannt. Ja, auch. Wir könnten damit dann nochmal zu dem NPC gehen, der uns den Tipp gegeben hat. Vielleicht kann der uns dann noch was anderes sagen.
keine, es gibt keine 9, sondern das hieß wirklich, du kannst das ja, machen. Ja, okay. Der nächste wäre bei 17, 13 und 24, 16. Beißt Gegner vor euch. Ja, nehmen wir, oder? Ja, klar. Da wir bitte diese Anzahl von Drachenherzen an, um Drachen... Diese Anzahl von Herzen! Also heißt, es gibt auf jeden Fall mehrere. Eins. Haben wir es gegessen? Wir haben das Herz gegessen, schätze ich. Ja, aber schätze ich auch. So, wie lübt denn der Hase jetzt? Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Zauber beim... Ja, keine Ahnung, können wir den irgendwo ausrüsten oder müssen wir den beim Feuer hinzufügen, so wie andere normale Zauber auch? Ja, Moment. Ist denn statt Schild ausgerüstet? Ja. Ja. Ja, das ist nicht. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Zauber noch ausrüsten. Aber dann können wir ja nur, also Zauber attunen geht ja nur an Feuer. Wie wähle ich den Zauber? Ach, da oben. Ah, jetzt geht's. Okay. What the? Das ist tatsächlich der Drache, fuck, den wir besiegt haben. Holy shit. Okay. Das können wir aber nur einmal machen. Weil zu viel FP verbraucht werden. Wegen F, ja. Was heißt denn Wirbel? Achso, Wirbel in der Kette geht halt auch nicht. Ja, einmal. Oh, müssen wir in die rechte Hand tun. Ups. Ja, das geht jetzt auch am Pferd. Wie das Pferd sogar extra runterguckt. Hast du das jetzt? Achso, du hast das jetzt nicht gedrückt gehalten, sondern nur einmal ganz kurz gedrückt. Ja, ich hab okay. Wenn du gedrückt hältst, dann. Also du hast bis halt die FP weg sind. So viel nimmt der mindestens. Und wenn du dann gedrückt hältst, dann macht der quasi. Okay. Mehr. Krass. Nice. Nice, nice. Wirbel in der Kette habt ihr bisher nicht so regelmäßig benutzt. Ne, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so der Mega-Freund von. Okay, trotzdem jetzt die Frage. Wie machen wir das hier? Durchreiten? Oder nicht? Also aufgrund von ihm da und weil hier wirklich viel los ist. Ja, das ist nicht leicht. Das ist schon eine schwierige Stelle. Würde ich, glaube ich, Gas geben. Ich wollte springen. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Ist hier eine Falle gewesen quasi? Ah ne, vielleicht war das Ding von vorne, hat das geschossen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich vom Pferd gefallen. Was ist das? Goldene Saat. Das klingt, als wäre das für unsere... Kommt ihr oder nicht? Hm, eher nicht. Okay. Klingt, als wäre das für unser Tränkchen. Ah ja, stimmt. Das hätten wir ja auch am Anfang nehmen können. Als Start-Item, genau. Ah, da ist es auch. Erhöht Anzahl der Nutzung. Das war jetzt nicht so weit weg. Die ganze Zeit. Ja, okay. Nice. Okay, also wir müssen da auch wieder nach so Bäumchen suchen und Items. Ah, guck mal, hier oben ist auch wieder ein bisschen... Was geht denn mit dem Baum?
bisschen übertrieben auf den Wind am Reagieren. Das hatte das Witcher, Witcher, ja, Witcher genau. 3 hatte das auch. Ja, moin, ey. Geil. War nicht hier irgendwo noch so ein Typ, den ich im Netzwerktest bekämpft habe, den ich recht unangenehm fand? War denn für ein Typ? Weiß es gerade nicht mehr. Straße weiter hoch ist auf jeden Fall noch ein Feuer und auf der anderen Seite ist so ein Riese, so ein halb kaputter Riese. Und mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Oh. Hier ist wieder so ein Thron mit so einem König. Diesmal sind hier 4 gewesen. Danke nochmal, Lukas, für 10 Euro Trinkgeld. Aber das war vor 9 Minuten, aber das haben wir vielleicht übersehen. Danke. Und danke für deine netten Worte. Danke auch Ducite für die Sub-Verlängerung. Und Colin Live für den neuen Sub. Und Agno für die Verlängerung. 40 Mal sind wir schon gestorben. Oh, je, je. Vielen Dank. Hätte ich jetzt nicht getippt. Warte mal, irgendwo war. Ja, klingt hier schon viel, ne? 40 Mal. Da rechts ist direkt das Feuer. Ja. Wir sehen schon lustig aus, muss ich sagen. Wir sind schon lustige Leute. Ihr Amazon-Paket mit Elden Ring Collector's Edition wurde zugestellt. Nice. Geil, nach der Schlüssel. Gut, dass wir die am Anfang genommen haben. Hi. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me, they fought for me, only to have their arms taken, their legs taken, even their heads taken, taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Okay, ich stelle mir jetzt schon eine Spinne vor, die aus Menschenteilen besteht. Sehr schön. Oder meinst du die Biene? You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Well, you've come to be one with the spider. What? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Okay. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Ja. Eine Qualle. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little one. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Uh-huh. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? Okay. Wir sollen den Puppen sagen, dass die komische Frau mit dem Akzent die liebt. Was für ein Item war das da oben? Das da, hast du das aufgesammelt, was auch so blau geleuchtet hat? Meine ja. Ja, warum nicht? Aber wobei, das ist. Geisterqualle ist so ein Medium. Wenn man nach den FP-Kosten geht, ist es bisher so, die Wölfe sind am stärksten. Danach kommen die Wanderadligen. Und dann der komische Zauberdude. Und die sind so Medium. Okay. Können wir nachher mal ausprobieren. Meinst du das hier? Ja, was war das für ein Item? Ja. Ach ja, das war der Steinschlüssel, danke. Was hatten die Qualle für eine Lore, für eine Erklärung? Oder hat die keine? Diese schwebende Phantom erhält die Umgebung. Das häufig in Tränen ausbrechende Medusenmädchen ist auf der Suche nach seiner fernen Heimat und speit tapfer Gift auf alle Gegner,
um das tapfere Herz zu beschützen, das sie gerufen hat. Anscheinend ist der Name Aurelia. Okay. Aurelia. Ja, gut. Oh, warte mal. Wölfe kleiner Qualle, schreibt Finn Kaneki. Okay. Ja, Finn Kaneki, aber was weißt du schon? Wahrscheinlich mehr als wir. Aber was weißt du schon? Menge der mit Flaschen aufgefüllten LKF mit einer... Ah, eine heilige Träne brauchen wir, um die auf Plus zu machen. Haben wir natürlich nicht. Was haben wir denn gemacht? Wir haben eine mehr jetzt. Wir haben jetzt eine mehr. Okay. Fünf. Ist kein Sub, hat keine Ahnung. Danke, Herr Dörte, by the way, noch für die Sub-Verlängerung. 7 Monate und es werden noch viel mehr. 7 Monate und noch viel mehr. Danke, Sunny, Alexa und Topsen. Topsen 81 18 8, ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Danke, Loki, Streavers LP, Tim, GLKK, Rene Menge, ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Janosch, ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Das sind gerade einfach richtig nice Gefühle, die dieser Stream bei mir auslöst. So richtig nostalgisch und wie bei den alten Dark Souls sein. Das haben wir schon, oder? Wilde Schläge? Aber ja. I don't know. Aber jetzt wird's tricky, weil ich meine, hier stand immer irgendwann, wenn auf einen geschossen hat. Ja, das ist korrekt. Das hat mich diverse Male vom Pferd geholt. Oh Leute, hier steckt man automatisch. Das heißt die blaue Geschichte. Und Christian hat richtig Bock auf den Boss. Wieder so ein Pferd. Ja, Alter, wir haben. Oh, wir haben Wölfe, wir haben Feuer. Also. Lass das mal lassen. Dankeschön, Schaumbart. Und Grand Dad. Miss Trumpet. Dankeschön, Miss Trumpet. 5 Subs verschenkt, vielen lieben Dank. Wie hieß denn der nochmal? Glodrick oder so, der Mofo? Der hat den mich so fertig gemacht im fucking Network-Test. Der hat mich fertig gemacht. 10 Subs waren das von Miss Trumpet. Entschuldigung bitte. 10 Subs. Bei mir wird der, das halbe Fenster von dem Hype-Train überdeckt. Oh, guck mal. Ja, wir wollen aber nicht Zauberer Rogier. Das ist kein NPC, ne? Doch. Ja, so. Also Quest. Keiner, den wir bisher gefunden haben. Genau, so. Also seit Dark Souls 3, muss ich sagen. Am weil Feuer sprechen. Wir sollen am Feuer nochmal mit der Maiden sprechen. Weil bei Dark Souls 3 habe ich mir angewöhnt, weißt du, scheiß drauf, ob es dann halt leichter ist beim Boss. Aber ich versuche da immer die NPCs durchzubringen, für die Quests. Melina, was will die denn? Me. I'm searching. For my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree. What? Long ago, for the reason that I yet live, burned. Bin ich auch die Tochter von Marika oder wie die heißt? Echt? Vielleicht? The finger maiden, yet can offer no guidance. Hier ist gar keine Maiden. No maiden. My purpose. Killer. Was long ago lost. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr mit dir reden. Ja, danke für den Hinweis. Also sowas Chat, ne, nur nochmal für was so BSG angeht. Also wenn wir sowas haben, wo wir so easy an Lore vorbeigehen, weil wir halt einen Punkt im Menü übersehen, könnt ihr auf jeden Fall immer gerne Bescheid sagen. Und Dankeschön, Nico Paul und Mike, Seven Iller und Wampenschulz. Dankeschön für eure Subs. Hm.
foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Miraculix. Dragon Ball Miraculix. Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. Aber why? Warum ist der böse auf uns? Hä? Haben wir zu wenig? Nee. Ne. Wie das jetzt? Okay, der Damage ist gar nicht mal so groß. Ach, einfach umdrehen und Ziel wechseln ist doch verboten. Also die Qualle ist jetzt auch noch nicht so der Dialog-Frumse-Eck. Aber die beschäftigt den halt zumindest ja. Schon wieder mal. Das ist okay. Was machst du denn da jetzt? Ach komm, eine Verfolgung! Voll gebaitet von dem... Aua. Jetzt ist es zweite Phase. Also Feuerschaden. Oh wow. Wow, genau falsch gerollt. Ich bin ihm exakt in den Angriff gerollt. Okay. Also Feuerschaden scheint nichts zu sein, was ihm. Special Damage macht so. Tangiert, genau. Ich hatte auch überlegt, die Waffe vielleicht mit Feuer zu überziehen, wenn es geht, aber. Gut, dass ich es nicht getan habe. Der scheint eine Feuerresistenz zu haben. Also die Wölfe sind dann wahrscheinlich trotzdem noch besser. Ja, könnte man Cooles noch? Auf jeden Fall ausprobieren. Genau, die Explosionsdinger haben wir noch. Giftschaden scheint er auch nicht zu bekommen. Ja, stimmt. Da stand extra bei, dass die Qualle Giftschaden macht. Ne? Genau. Also ja, der scheint. Ich werde den erstmal so probieren. Und die Wölfe würde ich erst in der zweiten Phase wahrscheinlich spawnen, falls ich bis dahin komme. Ja, man macht so wenig Damage an dem. Holy moly, ey. Okay, zwei Schläge ist ein bisschen zu viel des Guten. Ich will, dass du den Sprungangriff machst, du Ficker. Der ist auch gut. Okay, der ist schlecht. Oh oh. Der ist ganz schlecht. Finde ich scheiße, dass man den nicht so baiten kann. Ah ja. That's what I'm talking about.
Da kam noch einer hinterher. So ein Follow-up ist frech. Ich wollte mal wissen, was die machen. Okay, vor allen Dingen sorgten die dafür, dass der pissig ist. Oh. Okay, die zweite Phase ist früher begonnen, als ich dachte. Ja, die Hälfte hat er noch nicht wirklich erreicht. Jetzt habe ich überhaupt einen fucking Fackel in der Hand. Boah, die zweite Phase ist richtig übel. Alter. Er ist hart. Foolish, sagt er. Der ist hart. Mhm. Ob hier noch irgendwo was ist, was man sowas sehen kann. Könnten wir nochmal nach Norden laufen. Ich weiß halt nicht, ja, also ich meine, klar, so Bosskämpfe dauern ein bisschen länger als ja, der Drache. Dass wir den jetzt nicht beim dritten Mal schaffen, ist, glaube ich, klar. Ja, auch von der Zeit. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, weißt du, du hast eine Waffe, schlägst den und nimmst dem quasi ja. Fast ein Drittel Leben weg. So funktionieren die Kämpfe nicht. Aber deine Frage war durchaus berechtigt. Ja, das mit dem Feuer, das Problem bei dem Feuer ist bei mir so ein bisschen, dass ich Schiss habe, weil das dauert ja. Stehen. Ja, genau, du bleibst stehen und das dauert relativ lange. Ja, da, warte mal. Blocken eh nichts, oder? Ist ein guter Punkt tatsächlich. Scheiß auf Schild, kann man sagen. Gar nicht rollen, wenn du eine bestimmte Distanz hast. Ja, das haben die einfacher gemacht. Ich bin der Meinung, das war schwieriger im Network-Test. Oh Gott. Das war okay. Schwanzstampfer mag ich nicht. Das ist der beste Angriff, den er machen kann. Ich versuche immer zu baiten, aber den macht er nicht so häufig. Also dieses... Zugeben, ich bin in Souls-Teilen noch nie auf diese verzögernden Angriffe klargekommen. Komm, einmal springst du noch, oder? Nee, machst du nicht. Was? Boah, hallo? Alter, das war ein 360 quasi, ey. Oh!
Und da ist Phase Nummer 2. Oh. Nein, du hängst. Ich häng fest. Als ob man durch dieses Holz auch nicht durchrollen kann. Das ist zu hart. Mann. Aber ja, Schild ist überflüssig. Schild ist überflüssig, dann ziehen wir das auch mal ab. Ich will noch mal diese Geisterqualle probieren, weil ich habe das Gefühl, dass der zu sehr upraged, wenn der von ja, drei Wölfen umgeben ist. Wenn der vier Targets hat, ja, wechselt genau. Der zu häufig die Richtung. Allerdings, wenn der sich mit der Qualle beschäftigt, dann kann man versuchen, den Feuerkram einmal zu machen. Naja, ich wollte da auch mal probieren. Oh, Alter, lass mich weg. Aber das war nicht wert. Okay. Ich gehe wieder auf die lange Seite. Komm, es laufen nicht die ganze Zeit so langsam. Ja? Mach was. Du bist doch ein Arschkeks. Mach deinen Sprung. Ja, chill. Mach trotzdem nicht deinen Scheiß. Ich glaube, wenn du zu weit weg bist, dann schmeißt der höchstens die Dinger. Alles gut. Den kannst du gerne machen. Was war nun? Habe ich jetzt verstanden, dass da immer noch ein zweiter kommt. Ah, that's what I'm talking about, bitch. Gleich beginnt die zweite Phase. Ja, verstehe. Oh nein, ich bleib nicht stehen. Na, vielleicht beginnt die zweite Phase gleich noch nicht. Kann man den triggern, wenn man einfach. Alter, what the fuck? Das Bild ist einfach ausgegangen. What? Was ist passiert? Also in OBS haben wir ein Standbild. Oh, das war doch ein ganz guter Try eigentlich. Ja, du bist wieder voll. Das könnte jetzt tatsächlich an... Lol. Was soll das? Elden Ring gelegen haben. Forgive me. I've been testing you. What? To see whether or not grace truly does guide you. And whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Ja, das ist eine gute Auswahl. Achso. Very well. Let my hand. Lol, wir haben den Boss geklärt. Ich glaub das noch nicht. Aber doch, die hat doch gesagt. Also wir haben wieder Schwarzbild. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, Chat. Weil in OBS haben wir Standbild.
Hä? Also das ist auf jeden Fall vom Spiel jetzt. Ich glaube nicht, dass die PlayStation da rumspackt. Wir sehen auch nichts, Chat. Wir sehen auch nichts. Nee, es ist wie ein Blackscreen. Ich mach die mal aus. Die Hä? PlayStation?